In dieser Videoantwort an Bernhard Hofbauer geht es um vier außergewöhnliche Messer, die ich im Falle eines Hausverlassens unbedingt mitnehmen würde. Das Lepusch Buschbeil oder eben, wie ich sie nenne, Cobra, habe ich ja designt. Für Kenner meines Kanals wissen es, naja, ganz ehrlich muss ich sagen, habe ich es nicht komplett designt. So etwa bis hier und in kleiner gibt es das als Moela Cobra mit Filework hier und auch die Griffe gegroovt und so weiter. Aber ich wollte ein Paragraph 42a konformes Messer, das als Axt fungieren kann, was dieses hier tut. Ich würde das in einem fiktiven Falle, dass ich das Haus wirklich für immer verlassen muss, mitnehmen, wenn ich auf Gewicht nicht achten muss, aber auf Funktionalität. Denn, wie gesagt, es hat eine sehr gute Spaltwirkung. Ich kann es unter Umständen auch draußen schärfen und durch seinen balligen Anschliff hält es die Schärfe auch gut. Es lässt sich zur Not, sag ich mal, wegen seinem Gewicht natürlich, aber es lässt sich dadurch, durch diese Argento-Kydex-Scheide auch gut unauffällig unter dem T-Shirt tragen und bei Benutzung klemmt man das T-Shirt hier rüber und es gibt keine Scheuerstellen. Ich habe es also auch Langzeit schon getestet. Man kann es gut mit einer Hand durch diese Daumenrampe ziehen und zur Arbeit benutzen und anschließend wieder sauber zurückstecken. Durch diesen Riemen hier oben kann man es auch wieder, ja, mit Druckknopf sicher verankern und gut ist. Also auch im Sitzen, es stört nicht. Es ist genau in der richtigen Höhe. Es ist ein gutes Arbeitsmesser, das man gerne dabei hätte, wenn es denn so ein Ernstfall gäbe. Während die Lepus Cobra meistens im Rucksack getragen werden würde, würde ich stattdessen, sieht man's, man ahnt's, gerne das Irkutski mit der Lederscheide aus der Ukraine am Gürtel tragen, wenn ich es müsste. Ein Langzeitfazit steht noch aus bei diesem Messer, aber ich habe es jetzt etwas über ein Jahr und in der Küche und draußen wirklich viel getestet. Ich habe auch schon eine Meinung von Udo eingeholt und musste die auch wiederum revidieren. Ich bin mit dem Messer sehr zufrieden. Und es eignet sich wirklich gut, um auch Essen zuzubereiten, wie Kohl oder dergleichen Dinge, die eben eine 11,9 cm Klinge verlangen. Kürbis zu schälen und aufzuteilen, alles wunderbar. Der Griff ist sehr voluminös und schön geformt anatomisch, also aber ohne Grooves, ohne irgendwas, also universell, daher vorne greifbar, in der Mitte greifbar, hinten, hier mit dem Daumen oder was ich halt sehr gerne mache, auch wenn es kleine Arbeiten sind, ich gehe hier in die Vertiefung rein mit den Fingern und halte das Messer dann so, wenn es darum geht, etwas ganz Kleines auszuporkeln. Die Spitze ist relativ filigran, also die würde ich nicht zum Aufhebeln benutzen, aber ab der Spitze
4-5 mm tiefer ist das Messer dann schon in der vollen Stärke. Hier noch mit der Schmiedehaut. Tolles Ding, liegt gut in der Hand, keine Hotspots, super langes Arbeiten, gut mit möglich, besonders Food Prep. Also alles, wofür das zu schade wäre, wäre dann die Lepus Cobra gut. Man kann aber auch hier mit betonen, sag ich mal bis 6-7 cm, also handgelenkdicke Äste, könnte man spalten, muss man aber nicht. Und noch ein Wort zur Scheide. Das ist so ein Köcher mit so einem Dänglersystem, dadurch auch wieder gut im Sitzen, im Laufen gut zu verwenden. Aber der Dängler ist so groß, dass ich die Scheide auch in die Tasche einstecken kann. Das Otter Mercator mit Clip von Jonas Waldbär angepasst, trägt überhaupt nicht stark auf. Es ist sehr, sehr flach und in seiner Konstruktion mit wenig Bauteilen verhältnismäßig stabil. Es hat eine Carbonklinge, ist 42A konform, es ist so scharf. Das ist der Hammer. Und es ist rasiermesserscharf. Ich zeig's mal gerade. Deshalb vielleicht auch habe ich das dabei. Es sind also mehrere Gründe, warum ich das dabei habe. In der Cargohose merke ich es gar nicht, dass es nicht aufträgt. Es hat ein sehr leichtes Gewicht. Und durch den Clip verrutscht mir es nicht. Ich habe die Option, es zu Dummy-Strappen, wenn man rennen müsste, dass ich es nicht verlieren würde. Es ist gut für viele kleinere Aufgaben. Man sollte auch nicht hebeln, damit sich hier kein seitliches Spiel einstellt. Ansonsten müsste man hier auf dem Niet halt auf dem harten Untergrund mal draufhauen. Die Feder finde ich sehr stramm, genau das, was ich mag, aber dadurch eben kein Auf- und Abspiel. Dieses Messer also habe ich gerne dabei als Folder, wenn es in so eine Situation gehen würde. Es ist mehr oder weniger eben so unauffällig. Und kann man sich gut die Brotzeit mitmachen. Zur Not könnte man sich damit auch rasieren, wenn das sein müsste. Aber ich hoffe, das ist nicht unbedingt notwendig in der Zukunft. Und das wäre auch, wenn sein muss, wegen seiner Schärfe, die auch gut im Feld wiederherstellbar ist. Denn so einen dicken Gürtel mit innen drin rau habe ich ja dabei. Könnte man das auch eintauschen, einklüngeln gegen irgendwas anderes, einem sehr Wichtiges, wie zum Beispiel Regenschutz oder so. Gut, dann komme ich zu dem letzten der vier, die ich gerne dabei habe. Das ist das kleinste meiner Udopukus oder Udo nennt es auch Patch Knives, weil es durch den Clip eben überall eingepatcht werden kann, quasi. Es hat auch die Daumenrampe. Es ist sicher zu bedienen, indem man hier festhält. Es hat eine Schafsfußklinge. Und wie ich vor kurzem erfahren habe, waren Schafsfußklingen die einzigen Klingen, die auf Schiff eine lange Zeit zugelassen sind. Weil bei Raufereien dadurch, dass die eben nicht als Waffe so gut einsetzbar waren, waren die zugelassen. Aber auch ähnlich wie bei dem Irkutski, man kann schön vorne greifen, um nur die Spitze zu benutzen.
um ganz feine Arbeiten zu machen oder auch im Food Prep ganz gezielt was raus zu porkeln. Mit dieser Spitze, muss ich sagen, kann man auch sehr gut, konnte ich auch schon sehr gut Splitter rausoperieren. Also die ist so viel filigran und man kann sie eben hier so gehalten, sehr schön die ganze Klinge kontrollieren. Also wenn man da irgendwas hat, kann man gut arbeiten. So fast wie eine Nadelspitze. Ja, warum ein Udo Poco? Weil es quasi unzerstörbar ist, was die Konstruktion angeht. Es ist ja alles wie ein Stück verklebt. Die Schrauben lösen sich in der Regel auch nicht. Ich weiß nicht, ob sich irgendwann mal die Schrauben lösen könnten, aber haben sich bis jetzt nicht. Und ich trage gerne dieses Messer unter dem T-Shirt, trage aber auch gerne meistens noch ein Unterhemd drunter. Also zwischen Unterhemd und T-Shirt kann man das wunderbar als Neckknife umhaben. Aber weil es den Clip hat, könnte man es auch ins Unterhemd einklippen und dann wäre es komplett weg. Ich würde spüren, dass es da ist, wenn ich die Hand so an den Brustkorb mache. Aber es würde niemanden auffallen, dass ich ein Messer an die Brust habe. Also wenn alle anderen weg sein würden, dann würde das noch dabei sein. Auch mit so einem kleinen, man sollte es nicht unterschätzen, kann man in einen armdicken Ast eine Sollbruchstelle reinschnitzen, die groß genug ist, damit man mit dem Fuß an einer Stufe so einen Ast spalten kann. Und dann kommt man mit dem Messer an das innere Trockene ran und kann sich Feuer machen. Ich denke, auch im urbanen Bereich ist so ein ganz kleines Messer sozialverträglich. Darum würde ich das auch in einer ernsten Situation mitnehmen. So, und jetzt stelle ich die Kamera ein bisschen höher, damit man noch ein bisschen so was sagt. Du hattest uns noch gebeten, etwas darüber zu erzählen, was wir von so ernsthaften Situationen wie Zombie-Apokalypse oder sowas halten. Also, Zombie-Apokalypse halte ich nicht für realistisch. Ist es vielleicht ein Hirngespinst? Meine Meinung, meine persönliche Meinung. Aber dass ein Erdbeben passiert, dass eine Flut ist oder ein Waldbrand, man muss länger mal ein größeres Stück weglaufen, weggehen, transportiert werden und dort sich zurechtfinden, dort werkzeugmäßig was machen können, Essen zubereiten, das glaube ich ist schon realistisch. Und wenn man in die Vergangenheit hineinschaut und sogar in die Gegenwart ein bisschen, kann man sagen, dass Völkerwanderungen durchaus möglich sind und waren oder Wanderungsströme von Menschenmengen durchaus realistisch sind, aus was auch immer für einen Grund. Ich will nicht politisch werden und ich hoffe nicht, dass es uns mal irgendwann betrifft. Aber wenn man wirklich sagen muss, man muss weg und alles, was man dabei hat, ist eine Tasche. Und wenn es nur so eine Duffelbag ist und so ein Organizer ist oder sowas, die vier Messer kann man mitnehmen. Sie sind wertvoll, weil sie Werkzeuge sind, weil sie Arbeiten abnehmen und ja, deswegen habe ich die jetzt in dieser Videoantwort mit eingeschlossen. Ich meine, die Wahl fiel mir sehr, sehr schwer. Ihr kennt mich, ich bin sehr von dem praktikablen Ansatz geprägt. Es muss funktionieren, mehr, dass es gut aussieht. Und das sieht man den Messern auch an, sie werden gebraucht. Sie sind in langjähriger Erfahrung getestet und die Tücken jedes Messers kenne ich. Und von daher habe ich mich für diese vier Messer entschieden. Das jüngste Messer ist eben das Irkutsky, zu dem ich quasi am wenigsten sagen kann, weil ich es eben erst ein Jahr habe. Aber das hat sich als ein ganz tolles Werkzeug und Küchenmesser erwiesen. Aber darüber später im Langzeitvideo, Langzeitfazitvideo. So Leute,
Die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten, aber ich danke dir, Bernhard, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir alles Gute, auf Wiedersehen und Wiederhören und tschüss.